Und damit, yo, liebe Zuschauer, und hallo, Leute, willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Frozen, Leute. Und wir chillen hier ganz entspannt mit dem Shandy. Der hat mir sehr, sehr, sehr viele Sachen gegeben. Wenn ihr euch mal anguckt, was ich hier alles schon für Stuff habe. Ich habe einen Dia-Helm, eine Dia-Brustplatte, ne? Full Dia bin ich einfach mal so ganz auf entspannt und der hat mir so ein krankes Schwert gemacht. Alter, Junge, Junge, der Typ, der spinnt komplett. Und dann hat er mir geschrieben, dass er mir ein ME-System macht, Leute. Ein ME-System würde uns die Arbeit echt krass erleichtern. Und, also, wir haben gerade einen Deal, dass er mich irgendwie versucht, auf Dach zu pushen. Und dann kriege ich Sachen von ihm. Also, ein sehr guter Deal für den Anfang zumindest. Sehr belastend, Leute. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen in der Folge geplant. Aber dazu später mehr. So, bekomme ich jetzt mein MA-System oder wie sieht's da aus? Weil, lol, das geht, also im Endeffekt, ah, okay. Sehr interessant, dass du mich da jetzt hochgepusht hast. Cool. So, Leute, und zwar dachte ich mir als erstes, dass wir schon richtig anfangen mit jedem möglichen Stuff, irgendwelchen Sachen zu craften. Wollt mich schon bereit machen, aber ich habe dein Mini-ME, okay, nice. Dankeschön. Und zwar habe ich dann auf einmal gemerkt, dass wir eigentlich gar keine Ressourcen so richtig haben. Wir haben so gut wie gar nichts. Und deswegen mache ich in der nächsten Folge, oder beziehungsweise wird die nächste Folge keine Folge, sondern ein Farmstream. So drei, vier Stunden machen wir den. Da farmen wir im Prinzip nur im Stream. Am Freitag ist das. Er hat uns hier aber auch ein paar gute Sachen gegeben. Hauen wir mal rein. Hier Skystone Blocks. Ich will auf dieser großen Plattform hier mein Haus jetzt bauen. Aber dafür brauche ich Quarz und Quarz muss ich halt aus dem Nether holen und dafür müssten wir mal in den Nether gehen. Ich frage mal nach, haben wir ein Nether-Portal? Wer hat der jetzt antwortet, Leute? Hier, was ist es? Ich weiß nicht, ob ihr die Folge auch bei den anderen schaut. Übrigens sind jetzt alle Teilnehmer des Projekts in der Beschreibung verlinkt. Aber das ist total, total kacke. Irgendjemand hat auf dem Berg, auf dem ich mein Haus bauen will, hat er hier so eine Kiste mit voll vielen Rohstoffen hingepackt. Keine Ahnung, ob das No-Style war, ob das sonst wer war. Aber hier will ich mein Haus hinpacken, Mann. Wir kriegen einfach fast gar keinen Schaden. Oha, jetzt haben wir diesen Skin hier bekommen. Das ist ein Krepper. Oh. Warum explodiert der jetzt, hä? Was ist dein scheiß Problem, Mann? Hier, Leute, ein bisschen Holz. Kann nie schaden. Warum das jetzt auch so lang dauert zum Abbauen, weiß keiner. Sehr belastend. Bist jetzt mal fertig? Ah. Okay. Jetzt haben wir mal ein bisschen Holz, Leute. Und da ich hier eine Kiste habe, die wir am besten auch noch nummerieren müssen. Zack, 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 zack. Hier, alter Leute, die alten Tricks und dann bam, bam, boom, nice. Und zwar können wir dann hier irgendwie, dass hier keiner meint, irgendwas machen zu müssen, Kiste von Ramos. Oder 2 Minuten, lol, als ob er das im E-System schon fertig hat. Mit dem ME-System, Leute, müsst ihr euch überlegen, kommt auch noch eine gute Stromquelle dazu, weil es läuft ja nur mit Strom. Also entweder macht er mir jetzt nur ein ME-System. Wenn ich weiß, was ein ME-System ist, es ist so ein... Boah, ey, es ist lange her, dass ich das letzte Mal so ein Projekt geschaut habe, aber ein ME-System ist so ein fettes Teil von dem aus, wie wir praktisch direkt craften können, wo wir sehr viele Items mehrfach stacken und einlagern können. Also es ist echt schon sehr, sehr lange her, dass ich so ein Projekt geschaut habe, muss ich ehrlich sagen. Ich frage mich jetzt nur gerade, von wo er den Strom zieht. Also, Shandy, hier, von wo ziehst du den Strom? Würdest du mir diese Frage mal beantworten, Leute? Wisst ihr was? Wieso soll Shandy eigentlich nicht mal TS kommen? Ich frage ihn mal. Bock auf TS? Ja, Bock auf TS? Was sagt er dazu? Oha. Ist das schon das Fertige? Ah, schade. Schade, Marmelade. Das... Oh, das war jetzt nicht so geplant. Hey. Okay, hier ist unser Storage. Ah, okay. Wir haben sehr viel Platz frei. Und wie kann ich jetzt hier Sachen einlagern? Also, ach, ich habe noch gar keine...
Ich dachte mir einfach gerade, er hat das Crafting-Dings vergessen, aber wir haben hier noch gar keinen Strom. Und soweit ich weiß, bräuchten wir dafür, weil wir im Prinzip noch nichts, ich weiß nicht, ich drücke die ganze Zeit Ö, ich bin so dumm, brauchten wir dafür direkt jetzt mal einen Generator, wenn ich jetzt mal gucke. Minecraft, bitte stürze nicht ab. Hier, ein Generator, was gibt's hier? Es gibt Windmühlgenerator, Pharos Beacon und er fragt gerade, hatte Strom. Warte mal, ich antworte gleich. Hier, Survival Generator, der geht richtig easy zu craften. Hier, zack, 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 zack. Okay, Redstone haben wir momentan noch nicht, Eisen auch noch nicht. Aber dann haben wir schon den Generator hier. Nee. Oh doch. Es leuchtet. Es leuchtet schon. Was laber ich von? Es leuchtet nicht. Es leuchtet schon hier. Zack. So. Da es leuchtet, sollten wir eigentlich gleich unser ME-System haben, falls hier irgendwas passiert, Alter. Der Typ hat halt irgendwie schon richtig viele Sachen. Das ist so nice. Aber nichtsdestotrotz ist unsere Folge hier jetzt mal den Grundbaustein für unser Haus zu setzen. Deswegen. Oha, er hat es mit seinem Strom verbunden. Leute. Weil dann könnten wir vielleicht das. Wir haben ja keinen Strom im Moment. Vielleicht ein bisschen Strom bei ihm abzapfen. Wer weiß. Aber ich frag mal, haben wir ein Netherportal? Zack, zack, zack. Leute, ich bin echt sehr langsam im Schreiben. So, haben wir ein Netherportal. Weil wir müssen unbedingt in Nether, wenn wir das machen wollen, was ihn machen will, hier alles mit Quarz vollzubauen. Und dann kommt zum Spawn, ne? Können wir dann mal auch ganz entspannt machen, Leute, dass ich mal hier zum Spawn komme. Ah, lol. Was geht jetzt ab? Hier? Das ist Waystone. Okay, und was kann ich jetzt hier machen? Kann ich jetzt hier Jo. Und jetzt gehen wir ins Portal rein und jetzt sollte es hier eine neue Dimension öffnen, aber ich habe gar keinen Stein. Das sollte sehr, sehr lange dauern, dass ich jetzt ein bisschen Quarz hier mitnehme, Leute. Ich will ja nicht zu krass in den Folgen farmen, aber wir sind mehr oder weniger gezwungen zu farmen und ich hoffe, mein Minecraft stürzt. Oh lol, mein Kopfhörer ploppt einfach raus. Ich hoffe, mein Minecraft stürzt nicht ab. Das wäre schon sehr, 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 sehr belastend, wenn mein Minecraft jetzt abstürzt. Also bitte, Minecraft, tu mir den Gefallen und stürzt nicht ab. Wenn es abstürzt, haben wir ein Problem. 2000 Jahre später. Ja, Leute, ich habe gerade eine sehr problematische Situation. Und zwar crasht jedes Mal mein Minecraft, wenn ich versuche, auf den Server zu joinen. Beziehungsweise werde ich dann jedes Mal gekickt und es ladet ewig und dann time ich aus. Das ist total komisch. Deswegen würde ich mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut und ciao.